Ja, machen wir weiter. Auf Wunsch unserer Gäste sprechen wir als nächstes die Cannabis-Legalisierung an. Nur für medizinische Zwecke oder generell oder am besten gar nicht. Wie steht's dir da dazu? Ich finde, wir sind mit dir. Na, wer sich nicht dazu äußern? Wie muss ich nicht dazu äußern? Ja, also, der Kinkel des Spiels, oder? Ja, du also ich finde, ich würde es für beides legalisieren, weil ich meine, erstens, wenn man es für, also erstens für medizinisch gibt es eigentlich gar kein richtiges Gegenargument, warum man es illegal lassen sollte, außer dass, weil es ist ja medizinisch schon halblegal, also schon legal. Ja, ich meine, ist schon zum Beispiel meine Uroma, die nimmt als Schmerzmittel Cannabis, aber das ist so dumm gemacht. Das wird nämlich angebaut in Österreich von einem staatlich nennen Unternehmen. Die tun es dann raus exportieren nach Deutschland, lassen es verarbeiten, nehmen dann einen Stoff raus, der illegal ist, aber eigentlich ziemlich viele gute Wirkungen hat und tun sie wieder zurück. Liefern und somit steigen die Preise wirklich hoch und ich glaube, die Versicherungen tun das nur in wenigen Fällen also übernehmen. Und warum ich es auch noch legal machen würde für einen anderen Gebrauch, weil erstens man damit den Kriminellen schadet, weil ich glaube, Cannabis ist die größte illegale Droge. Dann würde ich sagen, Steuergelder kommen rein und die Konsumenten profitieren, weil sie kein schlechtes Zeug kriegen. Also, Ja, bitte. Okay, ich bin auf jeden Fall dafür, dass es legalisiert wird, ab dem Alter von 18, also generell. Das hat vier Aspekte, also als erstes mal den wirtschaftlichen. So. Wenn du jetzt die Möglichkeit hast, es darf natürlich nicht zu viel kosten, Österreich kann es im Prinzip in Massen anbauen, in einer fetten Lagerhalle, die natürlich, man muss schauen, wie das abgesichert wird, dass nicht irgendwelche Leute reinrennen und sie den ganzen Scheiß klauen. Wäre kritische Sache. Ja. Aber wenn sie sagen, naja, sie verkaufen das Gramm um, sagen wir, 14 Euro, 13 Euro, weil ich Standardmarktpreis ist immer nur so bei 10 Euro. Und wenn sie das verkaufen, wer geht man lieber zu einem Typen, der irgendwo in einem Park am Eck chillt, ganz klischeehaft, oder trifft sie mit irgendeinem Random und kauft sie von dem was, wo die Qualität natürlich immer schwankend ist, oder kauft man sie vom Staat, wo man ganz ein bisschen mehr hat, aber genau weiß, was man kriegt, welche THC, welchen THC-Gehalt das Ganze hat. Ja, das ist ja alles gleiche eigentlich. Der Staat kann ja aufpassen, dass es nicht zu viel hat, oder es kann ja genauso ganz was voll Unqualitatives kriegen, das vor dem niedrigen THC-Gehalt und beim nächsten Plant oder Chance, den du da baust, hast du den höchsten THC-Gehalt und das schlagt dir gleich vorher ein. So. Und außerdem nur dazu, wenn man sich anschaut, wenn du es jetzt vom Staat kaufst, sagen wir mal, kannst du in Apotheken kaufen. Du wirst keinen finden, Apotheker, naja, vielleicht ein paar, aber wenig Apotheker, die nebenbei nur was anderes verkaufen. Wenn du aber jetzt bei einem Dealer was kaufst, der kann gleichzeitig nur von Crystal bis was weiß ich alles haben. Ja, also, ja, das haben wir jetzt viel von unseren Politikern angesprochen. Naja, die meisten sind dagegen, aber es hat aus wirtschaftlicher und auch schon aus gesundheitlicher Sicht erzählt und außerdem kann man es eben da nur besser regulieren und weniger Leute werden auf Dealer zurückgreifen. Und die Leute, die unter 18 sind und trotzdem kiffen wollen, die dann es jetzt auch schon und können es dann prinzipiell genauso. Vor allem Tabak und Alkohol ist der. Ja. Man kennt so eine FPÖ. Letztens gab es ein FPÖ-Plakat. Gewisse Kiff-Politiker sollten von der Bühne abtreten. Tabakpolitik. Da will ich jetzt mal einwerfen, dass der Strache in einem Interview gesagt hat, er hat auch schon mal gekifft. Somit ist dann der Abgang vom Strache besiegelt. Nein, um auf das Thema zurückzukommen. Nein, das. Gestern postet es nur, ja, Kiff-Politiker sollten abtreten und heute ja 11 Uhr unser Zeltfest, Prost, gell? Gehen wir und scheren und saufen. Aber ein bisschen über die Kiffer schimpfen. Das ist dann schon echt Moral. Es ist eine gewisse Doppelmoral. Auch weil du draufgesetzt nicht aufs Weg. Ja, aufs Weg. Eben, das spielt auch noch mit rein, dass man lachen muss. Und jetzt ist Rauchverbot und zumindest wieder kippen. Was nur nicht, also es war noch nicht in Betrieb, um das so zu sagen. Aber bevor es in Betrieb geht, kann gleich wieder zu streichen. Das ist echt. Spannend, gegen Cannabis-Leute hetzen. Eben. Vor allem, was sie Swatzek was noch schreibt mit dem Heidi Kupfer, das war ja noch lustiger. Ja, und dann. Er prahlt wegen seinem Kiff-Konzert. Ja, das gab es direkt. Da gab es direkt eine Presseausstellung von der FPÖ nach dieser Schülerdiskussion, wo der Heidi Kupfer gesagt hat, er kifft auch ab und zu, da hat sie gleich direkt eine Presseausstellung gemacht. Ja, man soll, sie fordert ihn zum Drogentest auf und solche Sachen. Also, ja. Das ist jetzt ja nicht mal bei der Schülerdiskussion gleich mit einer Klage gegen Rot, ich weiß nicht mehr, was da. Achso, ja, wegen dem Europa. Wegen der Fraktion, oder ENF, Champagner und so weiter.
Genau, da hast du gesagt, das ist nicht wahr, ich verklage. Und dann hat sie es noch auf die Franzosen geschoben. Ja, genau. Ja. Ich meine, Fraktionsleiter ist immer nur der Wilimski von der FPÖ. Und du weißt, welche Rolle der Wilimski in der FPÖ hat. Ja. Also der ist immer nur Fraktionsleiter. Ja, also ich sag, medizinische Zwecke auch zum normalen Gebrauch, weil Steuergelder und weil es dann halt eine bessere Qualität hat und weil die Drogendealer halt auch geschwächt werden. Also bin ich auch mit der Meinung von den beiden Kollegen hier sehr übereinstimmend. Also ich denke mal, ich habe mich zwar damit noch nicht wirklich beschäftigt, aber wenn es wirklich medizinische Auswirkungen, positive Auswirkungen hat, wieso sollte man es dann nicht regulativ legalisieren? Also es ist ja schon teilweise legal, als, als Schmerzmittel. Ja, aber es ist ziemlich teuer, man weiß ja aus Deutschland. Es ist sehr, sehr teuer. Es kostet oftmals 30 Euro pro Gramm und dann gehst du lieber zum Dealer, hast meistens nur einen höheren THC-Gehalt und kaufst das um 9, 10, 11 Euro. Welche Pensionistin, die jetzt nicht die höchste Pension kriegt, kann sich leisten, wenn sie täglich, was weiß ich, 2 Gramm braucht oder so? Ja, aber letztes Jahr war das auch sogar Cannabis die Heilpflanze Nummer 1. Ja, aber dann ja. Ist es ja sowieso verschreibungspflichtig sein. Dann stellt sich die Frage, inwieweit, ob das Rezeptgebühr ist oder andere Preise. Mhm. Wir haben ja jetzt auch schon Suchtmittelrezepte für Personen, die eben. Ich glaube, es ist einfach viel verstrickt damit, die verschiedensten Gesundheitskonzernen arbeiten. Ja, die meisten Leute können sich Globuli reinballern und können sich das Geld ausgeben, was nichts hilft. Aber im Gegensatz dazu, bei Cannabis haben sie ziemlich Angst und ich frage mich da, ohne jetzt irgendwelche Zahlen und Fakten zu kennen, aber ich frage mich, inwieweit da jetzt auch diese Szene reinspült und diese ganzen großen Konzerne, die verschiedensten Heilmittel, Pharmamittel und so verkaufen, weil die große Panik gegen Cannabis schieben wollen. Ja, vor allem nicht weil du kannst ja 3 Tabletten am Tag nehmen, was Geld kostet und vielleicht nicht so viel helfen und starke Nebenwirkungen haben. Aber wenn es Cannabis besser dagegen hilft. Da gab es auch so eine Doku, da gab es so eine Rentnerin, die hat Schmerzen gehabt und hat Schmerzmittel genommen. Irgendwann hat sie dann, die musste es von ihrem Geld auszahlen, weil es nicht von der Versicherung bezahlt wird. Kaufte sich jetzt immer Cannabis und backt in der Früh ihre Kekse und nimmt dann einen Keks in der Früh und einen am Abend. Das hilft besser als alle die Schmerzmittel von der Pharmaindustrie. Und ich würde schon sagen, da hat man schon eine Panik. Weil als Pharmaindustrie, wenn nämlich keiner mehr deine Tabletten braucht. Mhm. Aber ich glaube, wir sind uns einig, dass das Thema noch nicht wirklich kontroversiell diskutiert worden ist. Naja. Da wäre es jetzt mal gut, wenn es eine öffentliche Debatte darüber gibt. Ja, es ist eine starke, von den meisten Parteien einfach eine voll starke Ablehnung. Yeah. Und viele Parteien trauen sich ja noch nicht, den nächsten Schritt zu wagen. Einfach weil es von der Öffentlichkeit, weil viele Leute und vor allem konservative Leute einfach denken, wir haben Angst davor, aber dann gemütlich am Sonntag einer Stammtischbier um 10 Uhr am Morgen trinken. So, das ist dann halt kein Problem. Und so das kann, also wenn es wirklich kontrovers diskutieren willst, dann kommt halt oft sofort, das ist Whataboutism und wir können nicht eins verbieten und eins, was weiß ich. Also, aber das ist für mich nicht kontroversiell. Was würdest du dir erhoffen für eine Diskussion über das? Ein Cat zum Beispiel. Okay. Also ich finde es gut, wenn der Anbau gefördert wird, weil der ist, glaube ich, sehr schlecht in unseren mitteleuropäischen Ländern. Achso, von der Regierung. Ja, weil das wird ja gar nicht gefördert. Meistens kommt dann die Polizei und sagt, ja, das blüht, machst du sofort weg. Aber das Schlimmste finde ich noch, dass in Niederlande ist es legal. Dann fahren Leute in die Niederlande. Es gibt Schengen-Abkommen und dann müssen sie so viel Geld rein investieren, dass die Polizei Grenzkontrollen macht, um verdächtige Leute aus dem Verkehr zu ziehen, die sich in Niederlande Gras gekauft haben. Ich meine, das ist ja. Das will ja alle wissen, was da im Geld ausgeben wird. Ja. Und nur für diese man weiß ja, unter einer gewissen Grammzahl wird jetzt einfach jedes Verfahren sofort eingestellt. Also, das ist, kommt nicht immer richtig von Staatsanwalt, das wird einfach sofort eingestellt. Aber das müssen auch live bearbeiten. Und dann letztens, da habe ich auch eine lustige kleine Dokumentation sehen müssen. Die haben halt an der Autobahn, eben an der Grenze, das war eine Grenzdoku von Spiegel Online. Und haben sie halt Autos kontrolliert und so. Und das Kamerateam hat sie halt einen Tag begleitet. Und dann haben die halt ein Auto für eine halbe Stunde durchsucht. Und dann
Da steigt der Polizist aus dem Auto ganz siegessicher und sagt, ja, wir haben da jetzt 3 Gramm Gras in dem Auto gefunden, das ist für uns halt ein großer Erfolg. Ja, super Leiband. So steht es an, Gras weg wird vernichtet und Verfahren eingestellt und das interessiert im Endeffekt gar keinen und wir haben einen halben Arbeitstag dafür. Und statt dass du das Steuergeld einkassierst, musst du Geld reinzahlen, dass sie die Grenze sichern zu... Ja, dann. Eigentlich ist es ziemlich dumm. Aber das ist halt ganz schwierig. Man weiß, dass auf Jugendliche, wo das Hirn noch nicht ganz ausgewachsen ist, dass es nicht positiv wirkt. Das weiß man. Ja. Aber es ist prinzipiell das Rauchen. Ab 16 soll jetzt kein Whataboutismus sein, wenn das erlaubt ist, soll das auch erlaubt sein. Aber prinzipiell, man muss einen Punkt setzen ab 18, 19, 20, sodass es irgendwann erlaubt ist, weil dann natürlich hat es Auswirkungen, aber es ist wie beim Rauchen und wie beim Alkoholtrinken, die Leute sind für sich selbst verantwortlich und die FPÖ sagt ja immer groß, wir wollen keine Verbotspolitik, die Leute sollen selbst entscheiden, aber sobald es zu sowas kommt, da werden sie ganz abblockig und sagen, nein, das ist nicht, da dürfen auch nicht die Leute nicht mehr entscheiden. Aber was auch klar ist, ist, dass natürlich beim Rauchen von Cannabis die gleichen Schadstoffe auch wirken wie beim Rauchen von Tabak. Aber es geht ja nicht nur unbedingt ums Rauchen, das muss man noch betonen, aber wenn man nur so ein Tropfen oder so. Ja, da hast du größtenteils in manchen Fällen, wenn du Schmerzen hast, wenn du Krebs hast, hat das positive Wirkungen. Ja. Also vielleicht legalisieren, aber vielleicht nicht unbedingt zum Rauchen, weil es ist ja, also doch, jetzt das schon, das wäre ja schon, es ist ja egal. Jetzt wird aber nicht im Lokalen natürlich. Naja, über das Rauchen wird jetzt generell diskutiert. Ja, es wird jetzt generell über das Rauchen, also über ganz normale Tabakrauchen wird jetzt schon diskutiert, wegen Rauchverbot und so weiter, wegen Passivrauchen und so. Ja, aber das setzen sie ja aus, aber bei Cannabis wird es nicht in Ordnung. Ja, genau. Ja. Drum. Ich finde einfach, Rauchen ist was anderes, als es anders zu konsumieren. Und ich finde, Rauchen sollte an öffentlichen Plätzen, an großen öffentlichen Plätzen, einfach insgesamt verboten werden. Weil dann nicht andere Leute können nicht entscheiden, was sie einatmen. Ja, du entscheidest dich selber, aber der Passivraucher nicht. Cannabis? Würde nur jemand was dazu sagen? Ich glaube, da waren wir fertig Dann gehen wir weiter zum nächsten Thema. Also ein Thema, das ihr euch gewünscht habt, das ist das Kopftuchverbot. Deswegen, also da habt ihr gesagt, fangt ihr gleich an, deswegen wirf ich das jetzt einfach so in den Raum und lass ihn was dazu sagen. Ja, bitte, Nikolas, beginn. Er wollte beginnen vorhin. Dann. Ja. Soll ich, also irgendwer muss beginnen. Soll ich wieder starten? Ja, bitte starten. Es wird sehr kontrovers diskutiert auf jeden Fall. Was mir bei dem Thema auffällt, ist, wird sowohl von linker Seite, gibt es beide Meinungen, und auf rechter Seite. Das ist also gar kein klares Thema. Ich mag es eigentlich nicht so einzuteilen in links und rechts. Aber selbst wenn man es jetzt mal so einteilt, dann sieht man schon, dass es sehr, sehr gemischte Gefühle sind. Auch unter muslimischen Frauen, da sagen viel Kopftuchverbot prinzipiell gut und manche nicht. Was ein Hauptthema, ich bin für das Verbot, ein Hauptthema, weil es heißt ja, dieses Kopftuch ist gegen die sexuellen Reize, die die Personen ausstrahlen. Und wie absurd ist das, wenn ein Kindergartenkind ein Kopftuch trägt, und ein Kopftuch trägt man aufgrund von sexuellen Reizen. Was ich auch schlimm fand, es gibt jetzt, das habe ich auch heute wieder Nachrichten gelesen, es gibt so einen Hashtag, ich weiß nicht, wie der heißt, aber das heißt, nicht ich bin fürs Kopftuch. Genau, da werden Kinder im Prinzip instrumentalisiert, die stellen sich dann hin mit ihrem Kopftuch, halten diesen Hashtag hoch und ich weiß nicht, warum lässt man Kinder, ich weiß nicht, ob Kinder das schon entscheiden können. Hauptsächlich auf die Kinder. Ich weiß, es ist unter 10-Jährige, aber warum, ich weiß, das Kind, das unter 10-jähriges Kind kann schon nicht mal entscheiden so richtig, da weiß man doch, dass die Eltern dahinter stehen. Eben, du schreibst doch nicht als Kind einen Facebook-Aufruf. Aber genau deswegen finde ich, dass das Kopftuchverbot, also ich darf meine Meinung nicht so stark äußern, weil ich da in der Sendung dabei bin, aber ich finde, das Kopftuchverbot ist halt so, also dass jeder selber entscheiden kann und können sollte, ob er jetzt ein Kopf oder ob er sein Kind nicht unter 10 ein Kopftuch rüberzieht oder nicht. Okay, also auf der Pro-Seite, ich versuche ein bisschen auszuholen, wie beim Baseballspiel, und zwar auf der Seite vom Pro-Kopf. Eben, wir hatten schon dieses Thema mit, das wäre dann eine Sexualisierung des Kindes. Zweitens, es ist eine ganz schwierige Sache, weil Kinder können das natürlich noch nicht selbst entscheiden. Müsste man dann aber diskutieren, wie das eigentlich ist mit der Taufe und generell Religionsbeitritt, weil ich konnte das auch nicht entscheiden. Aber wenn ich nicht religiös bin, ich meine, ich wurde auch nicht religiös erzogen, aber ich konnte es auch nicht selbst entscheiden und wie es ist, wenn man ein Kinderkreuz umhängt oder so. Ja, aber es ist halt beim Kopftuch nur was anderes, eben weil halt dieser Punkt von Sexualisierung dabei ist und das wird jetzt sehr zweischneidig diskutiert. Auf der einen Seite sagen die Leute, es sollte kein Verbot geben, weil es ist ein Ding des Feminismus, dass sie Frauen das anziehen, was sie wollen, was ja richtig ist.
das anziehen, was sie wollen. Aber auf der anderen Seite wird natürlich auch gesagt, das Kopftuch ist ein Zeichen des Patriarchats und es wird damit werden Frauen klein gemacht. Und dann dürfen Frauen erst recht wieder nicht das tragen, was sie wollen. Das ist eine ganz schwierige Sache, ob jetzt für das Verbot ist oder nicht. Und ich finde, ich bin für das Verbot, weil man Kindern noch nicht anmaßen kann. Und also eben, ich bin nicht für das Kopftuchverbot in höheren Schulen oder sowas. Der Stachel sagt, ja, wie sie bis oben durchziehen. Das finde ich kurios. Ja. Ich finde, so bis zum Kindergarten, Volksschule kann man nur diskutieren, ja, Volksschule, und danach sollten die Leute völlig frei entscheiden, wie ihr Kopftuch aufsetzen. Okay. Ja, gut, kein Problem. Ja. Und sonst halt nicht. Okay, recht klare Meinung. Sonst noch? Also gibt's so, ja. Ich finde es besser, wenn eigentlich generell irgendwie Religion nicht vom Kindesalter startet, sondern eher, dass man, ich wurde ja nicht getauft, ich habe keine Religion, weil meine Eltern gesagt haben, ich darf mir selber eine Religion aussuchen, wenn ich das möchte. Finde ich eigentlich ziemlich gut, weil ich kann mir eine Meinung über die Religionen machen und sagen, ob ich die haben möchte oder die, oder ob ich weiterhin gar keine Religion haben möchte. Mhm. Und das finde ich eigentlich ziemlich gut, und ich finde das Kopftuchverbot auch gut bis Volksschule und generell so Kindergarten, weil es halt, das sind kleine Kinder. Mhm. Und irgendwie darüber verstehe ich es, weil man nicht so, dass man ein Kopftuchverbot braucht, weil darüber kann man schon selber entscheiden. Bleibt die Religionsfreiheit natürlich, das ist ein Punkt, der immer. Aber ist die Frage, ich würde auch sagen, kann man das Kopftuch so stark auf Religion überhaupt, also es soll ja nicht nur mit Religion zu tun, es hängt ja mit vielen verschiedenen Themen zusammen. Naja, gut, meine Oma trägt auch Kopftuch, wenn es aufgehört, aber das ist wieder ein anderes. Ja, trotzdem. Es ist ja, es sie, muslimische Frauen tragen es aufgrund der Religion und nicht, weil der Wind geht. Ja. Weil es so festgesetzt ist. Und ich habe zum Beispiel, wie ich glaube, also was heißt, wie ich glaube, ich bin getauft worden und geführt worden und ich bin jetzt aus der Kirche einfach austreten. Es war ein leichtes Prozedere, habe ich einen Brief geschickt. Habe sogar auch das Exzente für zahlen müssen für meine Briefmarke. War mir zu viel, ehrlich gesagt. Das ist ein anderes Thema. Also, aber das Problem ist eigentlich, wenn du aus der Kirche austreten willst, das musst du es ja über die BH machen und nicht über die Kirche. Aber was ich noch sagen wollte, das war unproblematisch. Und ist es problematisch? Aber da ist ja das Problem, dass Staat und Religion irgendwie. Es ist nicht verbunden. Aber darf ich noch mal kurz dazu sagen? Nein, Staat und Religion ist immer nur eine Sache, die auf einer, die irgendwie nur zusammenhängen. Schule ist immer nur ein Gebäude, ein staatliches Gebäude. Deswegen hängt da ein Kreuz drin. Da hängen Kreuze drinnen. Genau. Somit sieht man, dass Staat und Religion immer nur Sache zusammen sind. Ja, aber wenn man jetzt schon sagt, wir verbieten religiöse Symbole in der Öffentlichkeit, wie im Vordertun ist kein Kopftuch in Gerichten oder Ähnlichem, dann muss man auch sagen, ja, keine Kreuze mehr. Definitiv. Ja, aber ich weiß nicht, aber eine wirklich so, also bevor ich auf die HTL gekommen bin ich ins Borromeum gegangen, das ist eine katholische Privatschule. Es sollte keine Religionsschulen geben. Es ist keine Religionsschulen. Das heißt, wirklich generell gegen Privatschulen, doch religiöse. Nein, also ich sag, darf ich mal, deswegen wollte ich, ich wollte noch kurz dazu sagen, weil er sagt, erstens noch, also ich bin christlich und ich wurde aber nicht getauft als Kind, weil ich es mir selber aussuchen durfte. Und ich habe mich dann auch selber taufen lassen, auf jeden Fall. Zu der Taufe als Kind, das ist, lehne ich persönlich auch ab, aber ich weiß es nicht, weil zum Beispiel bei den Juden und Muslimen gibt es ja auch die Beschneidung. Und das ist ja auch als Kind, und wenn man dann mit der Taufe beginnt, dann muss man auch das andere verbieten, weil der Kind kann nie selber entscheiden, was passiert. Und da würde dann sagen, die Taufe als Kind würde ich jetzt erstens nicht verbieten, weil, aber das Kopftuch ist ja was anderes als eine Taufe. Ja, weil es populistisch ist, mehr oder weniger. Jetzt setzen wir einfach ein populistisches. Weil das Kopftuch ist ein Symbol nach außen. Ja, weil das nimmt jeder wahr und so weiter. Jetzt sagen wir, ja, wir sind eine unfähige Regierung, wir müssen jetzt mal was durchsetzen. Jetzt sagen wir einfach, das, was man am meisten mitkriegt, abgesehen jetzt vom Rauchverbot, das setzen wir jetzt auch mal durch, damit wir mal halbwegs was vorzeigbar machen. Weil ich finde, das ist ein Symbol. Und außerdem, ich bin Muslim so und so. Und so weiter. Aber es sollte an Privatschulen auf jeden Fall verboten werden. Es sollte keine religiösen Kindergärten geben. Ja. Da kommen immer ganz komische Sachen raus. Und genauso, es sollte keine Schulen, ob Privatschulen oder nicht. Ja. Es sollte keine religiösen Schulen geben. Schule heißt Wissen zu vermitteln. Privatschule darf machen. Schule heißt Wissen zu vermitteln. Und viele Religionen und viele Themen von Religion sind abseits von Wissen. Sag du mal was dazu zu religiösen Schulen, Kindergärten. Also sowas. Religiöse Schulen bin ich auch dagegen, weil Schulen, die sollen ja Wissen verbreiten und die Wissenschaft ist ja
ein starker Gegner von der Religion, weil die Religion die ja unterdrückt hat. Ja, wollte ich auch nicht so sagen. Die Religion ist ein bisschen schwierig. Ja, wenn man mal schaut, Gott hat die Erde in 7 ja, Tagen erschaffen. Ja, nein, die ist natürlich nicht, aber es gibt also ich finde, Realität. Ich finde, man kann Religion nicht so von der Homosexualität kann geheilt werden, was im Christentum verbreitet ja, das sind wird. Alles, ja, das sind ja alles alte Gedanken, was in der Bibel steht und so weiter, das ist ja alles schon, nein, es ist ja mehr oder weniger schon veraltet. Aber das stimmt, es gibt, das ist der Unterschied auf jeden Fall zwischen dem Koran und der Bibel. Es gibt jetzt ein Neues Testament von der Bibel, wo solche Sachen, wenn es nicht mehr unbedingt drinnen stehen, das verwenden viele Rechte als Argumentationslinie, wenn man so sagt, was aber teilweise auch stimmt. Es gibt ein Neues Testament, wo sowas nicht mehr drin steht und dafür steht im Koran halt, also andererseits steht drin, Töten ist verboten, aber dann gegen wen ist natürlich die nächste Frage. Ja, aber das ist halt jetzt ein zweit ausgeholtes Thema, aber trotzdem finde ich es absurd, wann halt eine Religion dann was vermitteln darf, Wissen, Schule und Bildung, weil viele Sachen sind halt im Gegensatz zur wirklichen Wissenschaft. Wobei, warum gibt es denn dann die Papst, zum Beispiel die Papstförderung, also die papstliche Akademie oder so? Ich meine jetzt nicht katholisch, aber da gibt es doch solche, ich weiß nicht, ob ich sagen würde, dass die Kirche war lange gegen die Wissenschaft, das sieht man auch daran, dass zumindest die katholische Kirche, dass sie erst relativ spät akzeptiert hat, dass die Erde jetzt doch nicht der Mittelpunkt ist und so weiter. Aber ich würde sagen, dass die Kirche heutzutage... Ich lehne die Kirche allein schon aus dem Grund ab, dass Frauen nicht die Möglichkeit haben, dass sie Pfarrerinnen werden. Das ist schon mal das ist aber ein Unterschied, da musst du aber unterscheiden zwischen evangelisch, da musst du aber unterscheiden zwischen evangelisch und katholisch. Ja, aber zum Beispiel im Katholischen ist es schon der erste Punkt, dass Frauen nicht Pfarrerinnen werden dürfen. Das ist einmal absurd, ja. Da ist ein Geschlecht einfach komplett über dem anderen steht, aber das um beiden. Ja gut, da bin ich aber schon. Aber du hast auch im Islam, da gibt es glaube ich keine weiblichen, Imams. Imamen gibt es glaube ich auch nicht. Ja, also zum Tragen von religiösen Symbolen in der Öffentlichkeit muss ich sagen, ich weiß nicht, ob man das so verbieten sollte, weil es ist jetzt vielleicht irgendwie ein bisschen blöder Vergleich, aber wenn ich jetzt sage, ich bin stolzer Christ und ich will, dass das die anderen mitkriegen, dann ist es ja wohl meine Entscheidung, wo ich mir jetzt eine Kette mit einem Kreuz umhänge. Das ist wie, wenn ich sage, ich bin Fan vom Fußballclub Red Bull und habe jeden Tag ein Red Bull T-Shirt an oder so. Ich finde, das kann man damit vergleichen. Wenn ich stolzer Christ bin und eine Kette mit einem Kreuz tragen will, warum sollte ich das dann nicht tragen? Kette mit dem Halbmond nicht oder einem Darmstadt tragen. Erstens, weil die Diskussion... Ja, zum Beispiel, jetzt ist es nur wegen mir genommen, weil ich Christ bin. Aber. Nicht unbedingt im öffentlichen Raum, sondern von der Schule. Ist natürlich auch öffentlicher Raum, aber nicht so an sich. Es hat ja keiner mehr was dagegen, wann wer jetzt auf der Straße draußen mit einem Kopftuch rumrennt. Es ist mal egal, wann wer mit einem Kreuz rumrennt. Es geht um die Schule. Da müsste man aber auch beides verbieten. Das heißt, man darf entweder kein Kopftuch tragen, kein Kreuz und nichts an die Wand nageln. Oder es wird nicht verboten. Aber ja, dann darf man aber auch keine politischen Sachen an den Schulen verbreiten. Darf man eigentlich nicht. Das darf man eigentlich nicht. Das darf die Lehrer sich eigentlich nicht dazu äußern zu politischen Themen. Und die Parteien dürfen selbst alle in die Schulen gehen. Ja, das machen sie aber wirklich. Also das machen sie trotzdem. Die Neos waren aber in der HTL vor kurzem. In der HTL? Ja, ist so. Die haben nämlich da so eine Befragung gemacht. Haben sie auch in der Instagram. Am Gehsteig ist nur okay und nach dem Gehsteig ist der Punkt, wo die HTL. Ja, aber die Neos waren. Die flyern ja alle am Gehsteig. Ich glaube, die waren am Schulgelände. Ich glaube. Problematisch. Ich glaube, die Neos waren sogar. Aber ich muss sagen, ich war an dem Tag, wo die Neos da waren, war ich nicht da. Ich habe das nur von mehreren Schülern mitgekriegt, dass die anscheinend vor dem Schuleingang direkt was verteilt haben. Aber da kann ich nichts dazu sagen, das ist bei mir Ansagen. Also ich weiß nur, dass ich in der Instagram-Story von den Neos eben gesehen habe, dass sie so abgestimmt haben, welche Parteien und so. Und ich finde es generell, also auch mal zurück zum auf diese Religion und generell das alles zu kommen, finde ich es okay, wenn man auf der Straße, im Café, im Kino, keine Ahnung, irgendwo halt in solchen öffentlichen, freizeitlichen Aktivitätsgebäuden religiöse Gegenstände tragt, aber so in Schulen, Gerichter, in der Regierung, im Parlament, finde ich das eher nicht so gut, dass die Religion so reingedingst wird. Naja, warum findest du das nicht gut? Sag mal, warum du es nicht gut findest. Weil es irgendwie so dann so politisch Übergriffe nimmt, weil es ja zum Beispiel wie in Saudi-Arabien, wo dann die auch als Staats irgendwie so Religion. Ja, da werden wir jetzt wieder bei dem Thema, was der Roman zuerst angefangen hat, dass Religion und Staat nicht so zusammen. Aber ich würde den irgendwie keine Gleichberechtigung her, wenn man jetzt sagt, wir verbieten Parteien aus Schulen, dann. Wieso muss dann die Religion drin und so? Schon, gell?
würde ich auch irgendwie gesund. Ja, ich sage ja, an der man muss aber noch unterscheiden dazwischen, dass du zur Schule gehen musst. Und dann darf, finde ich, kann man persönlich dann auch ein Kreuz tragen oder so, weil du musst ja zur Schule, dass du willst, du hast ja keine Freiwilligkeit und da kannst du doch ein Kreuz tragen, das ist doch dann deine persönliche Entscheidung, was du in der öffentlichen... Und da hast du auch ein Kopftuch drauf. Ja, ich finde einfach wirklich, man sollte bei den Schulen zwischen öffentlichen und privaten Schulen unterscheiden. Aber ich finde, die privaten Schulen sind nochmal was anderes. Ganz schwieriges Thema, weil dann kannst du nicht sagen, während, es gibt ja die Ausbildungspflicht bis 18 und die Schulpflicht, also an sich. Und während du in der Schulpflicht bist, sollte man, oder zumindest während man in der Ausbildungspflicht ist, sollte man nicht auf eine Privatschule gehen dürfen, weil es gibt einen Lehrplan, den müssen Schulen durchziehen. Bei Privatschulen ist es ja oftmals so. Nur ein bisschen anderes. Ja, und was ist dann mit Privatschulen? Muss ich auch einen ganz anderen Lehrplan eigentlich. Das ist dann mit den, aber gut, die sind keine bei verschiedenen Schulformen, was wieder. Ja, also, wir kommen vom Thema ab. Also, was ich. Aber das ist das Gute in der Politik, du hast ein Thema und du kommst einfach... Eben, in man kann, meistens ist es nicht leicht, dass du ein Thema Gesetz beschließt, sondern das hat dann eine Wirkung auf das nächste Thema, auf das nächste, das ist immer streng. Also, was ich noch nicht gut finde, also was ich in der schulischen Leistung nicht gut gefunden, also Ausbildung nicht gut gefunden habe, war die Religionsstunden. Ich finde es okay, wenn man das zu Hause macht, aber in der Schule, es sind einfach zwei verschwendete Stunden, und zwar zwei in der Woche. Wir mussten vorher früher gehen. Ist es... wirklich anstrengend, und man konnte, also bei meinen Freunden habe ich das gemerkt, die während die christlich waren und ihre Eltern nicht entschieden haben, die durften erst in der vierten Klasse entscheiden, ob sie Religionsunterricht weitergehen oder nicht, und ich finde das eigentlich unfair, weil man könnte diese zwei Stunden für Englisch nutzen und dem das weiter, ja, oder das irgendwie, damit man, weil Englisch wird eh so zusammengehäckselt. Zum Ethikunterricht in Leipzig gibt es eigentlich fast nur Ethikunterricht. Weil das ja, ist, genau. Das, genau. Das ist es, und ja. Ethikunterricht, zumindest was ich, das ist, also bei mir gab es dann so ein Mischmasch. Da hast du dann in einer Klassenstufe halt gelernt, in der zweiten Gym, so, das ist das Judentum, das ist das Christentum, das ist das Dings. Das ist im Prinzip nur theoretisch und das... Und das ist kein islamisches Ding. aber das war jetzt nicht spezifisch gemeint, aber und du hast nur so, sowas gelernt wie Umgangsformen miteinander. Sowas, das ist ein Du-Satz, das ist ein Ich-Satz. Und ich weiß nicht, da muss man dann schon, ich weiß nicht, ob das so viel sinnvoller ist dann. Ja, aber du brauchst jetzt nicht zum Beispiel, wenn du jetzt einen Religionsunterricht hast, betrachtest du das ja nicht aus einer Sichtweise mehr oder weniger. Und so kommt jetzt schon die Multiperspektivität rein. Ja, aber ich würde sagen, echt, du darfst schon entscheiden, würde ich sagen, zwischen Ethikunterricht oder du in einen religiösen Unterricht gehst. Das Problematische bei Religionsunterricht ist ja, dass sie wirklich nur einer Religion widmen und ganz mit ganz leichten Abstechern nur andere. Wir haben zum Beispiel in der Unterstufe, da bin ich halt ganz normal nur christlichen Unterricht gegangen. Ich meine, ich habe es absurd gefunden, aber das ist jetzt ein anderes Thema. Weil meine Lehrerin, ach, wir lassen das ja mal raus. Auf jeden Fall, wir haben uns ganz kurz, eine Stunde haben wir uns im Judentum beschäftigt und eine Stunde mit dem Islam. Und das ist halt, du kannst nicht in einer Stunde was über Religion machen. Ja, aber du kannst, aber ich glaube nicht, dass es vom Religionsunterricht, wenn es um eine spezifische Religion geht in den Unterricht, wenn du zum Beispiel katholisch gehst, dann ist es doch nicht das Ziel dieses Unterrichts, dir Sachen über andere Religionen zu vermitteln. Doch, das ist doch eigentlich das Ziel der Geschichtsunterrichts, oder? Das ist nicht das Ziel des Geschichtsunterrichts. Nein. Das ist das Problematische, wenn du nur jedes fest kann auf eine Religion, weißt gar nicht, was die anderen wollen, und so entsteht ja gewisse Konflikte und gewisse Hass zwischen den verschiedensten Gruppen. Die einen wissen von den anderen nichts und dann verbreiten dann halt die verschiedensten Sachen, und ich finde, Religionen, das ist meine eigene atheistische Meinung, finde ich, führen generell zu sehr viel Konflikten, und man sieht es auch beim Thema Israel, Palästina und ganz schwierige Sachen. Haben wir wen da erinnern, der tief religiös ist eigentlich? Nicht, oder? Also ja, so, was ich davon ausgehe. Du schon? Ja. Was für Religion? Ja, evangelisch-christlich. Ah ja, stimmt, genau, du bist evangelisch. Aber in deswegen würde ich sagen, so in der katholischen Kirche, die ist ja nochmal konservativer. Also die hat natürlich das mit dem, dass du nicht heiraten darfst, wenn du Pfarrer bist, dass du nicht weibliche Pfarrer gibt's nicht. Sowas würde ich sagen. Wobei, meine Erinnerung ist, also da wäre ich mir jetzt gar nicht so sicher. Ja, haben Sie das nicht? Irgendwie, mir kommt vor, das haben Sie mal aufgehoben, das Heiraten. Nein, wirklich. Mit dem Heiraten. Ein Papst hat sie dagegen, also hat sie mir ausgesprochen, dass es erlaubt ist, und der ist sofort von allen Seiten zu. Ich glaube, wir sind jetzt mal so weit, dass der Papst sagt, ja, Kondome könnten ja doch was Gutes sein. Ja.
Aber wir sind so jetzt weit mal, eben, da sagt man, ja, was das Level an Verhütung und so ist. Also erstens einmal, die schlimmsten sind die christlichen Fundis. Okay, jetzt kommen wir mal wirklich weit weg vom Thema. Also der übrigens sind die christlichen Fundis, die dann sagen, Abtreibung verbieten und so. Das ist ja auch immer nur ein Thema. Ja, das ist ein eigenes Thema. Darüber aber es ist wieder ein politisches Thema. Ja, aber der Wollt ihr darüber reden? Sollen wir jetzt zum Thema Abtreibung. Darf ich noch kurz was sagen? Ja, bitte, sag nur kurz was über das Thema. Der Papst Franziskus, eigentlich einer der sympathischsten Päpste, den ich je erlebt habe, obwohl das der erste ist, den ich so richtig... der richtigste, also ich finde den sehr sympathisch, außerdem, er ist sehr engagiert eigentlich, er behandelt wirklich Themen, er hat, glaube ich, letztes Mal, ich weiß nicht, wie lange das her ist, hat er sogar gesagt, dass der Garten Eden nicht existiert hat und noch irgendwas in der Richtung. Hat er das einfach so hingehauen? Hat er wirklich gesagt? Aber geht es ja darum, dass eigentlich der Papst sehr, sehr fortschreitendes Denken hat, aber die Strukturen der katholischen und römisch-katholischen Kirche so verkrustet sind, dass der seine Ideen nicht einmal wirklich gut umsetzen kann. Also man sagt ja, ich finde kirchlich, also vor allem das Christentum ist einfach eine Sache, also auch andere Religionen, aber jetzt nur aufs Christentum mal zu beziehen, ist einfach ein großes Thema gegen die Entfaltung des Menschen. Also wir fangen schon an bei den sexuellen Themen, dass es sündhaft ist, wenn man eben verhütet, das ist schon mal eine Sache. Aber Abtreiben ist natürlich auch verboten. Aber Entschuldigung, das musst du... Nein, es kommt nicht auf Abtreibung, weil ich möchte vorher eine Pause machen, wir diskutieren dann über Abtreibung. Wir machen es noch, sobald man das Thema Kopf und Religion abgeschlossen hat, machen wir Pause. Ich, dass du, dass es ist eben einer der größten Unterschiede vom Islam zum Christentum, dass du beim Christentum das selber auslegen kannst. Was kann beim Islam kannst du es auch, aber bei dem Islam... Was kann man selber auslegen? Du kannst selber sagen, weil du kannst, ich würde sagen, man kann es interpretieren. Was denn? Weil alles. Man kann alles interpretieren, aber das ist ja beim Islam das Gleiche. Du kannst prinzipiell alles. Du kannst prinzipiell alles, aber es ist teilweise verboten, sogar den Islam zu revolutionieren. Sowas. Also es geht schon eher in die Richtung. Und dann. Wo ist es verboten? Kannst du mal da ein Beispiel nennen? Was jetzt? Was ist verboten jetzt? Ja, du hast gerade gesagt, es ist verboten, irgendwas zu revolutionieren. Ja, das ist alle. Jede Religion ist eine Interpretationssache. Also ich meine, sowas in der Reformation zu machen. Das wird, hat im Christentum stattgefunden. Das ist schwerer beim Islam, dass es stattfindet, weil es verbunden ist. Ja, ich kann jetzt nicht suchen, nicht auswendig nennen, aber google es mal. Google es mal, das ist ja kein Begriff. Es ist prinzipiell jede Religion eine Interpretationssache. Und man kann alles interpretieren, man kann jeden sonst interpretieren. Immer die Interpretation aus der eigenen Perspektive, mehr oder weniger. Man kann sagen, der Baum ist grün, wenn ich sage, für mich ist der Baum jetzt rot, dann stimmt es ja für mich trotzdem. Das ist meine Interpretation. War das jetzt eine Anspielung auf die SPÖ oder war das jetzt... Das war jetzt aber so ein lapidares Beispiel. Nein, das muss so sein. Man kann prinzipiell alles interpretieren und somit hat sich die Sache für mich eigentlich gegessen. Zur Pause. Gut, dann machen wir kurz eine Pause.
Okay, wir sind wieder da. Also ein paar von euch haben sich als nächstes Thema, oder zumindest einer von uns ist als nächstes Thema, gewünscht, dass wir Abtreibung diskutieren, aber wir haben beschlossen, dass wir das uns für später aufheben, falls wir nur Zeit dazu haben und Lust dazu haben. Deswegen würde ich als nächstes Thema einfach ansprechen, nochmal kurz auf die Wahlplakate zurückkommen, da haben wir eh schon ein bisschen drüber diskutiert, aber eine Frage, die wir noch nicht beantwortet gehabt haben, ist, glaubt es bringen die was? Oder glaubt ihr, könnt man grundsätzlich auf Wahlplakate verzichten, weil es eigentlich nur Geld rausschmiss ist und sollte mehr sich auf Social Media konzentrieren, auf Fernsehinterviews und so weiter. Weil, wie gesagt, wir waren ja in der Stadt und haben schon mit ein paar Leute aus der Stadt drüber geredet und die waren eigentlich alle der Meinung, dass die Plakate eher stören und dass wahrscheinlich eher Geld rausschmiss sind. Aber wie sagt ihr das als Profis? Das ist ein großer Blödsinn, also wenn das viele Leute sagen, dann muss man die Leute fragen, welche Parteien sie kennen und die meisten werden auch dann was von den Nähe zu haben. Ja, genau. So. Und das sind halt dann vor allem auch alle Leute, die haben keine Social Media oder verwenden einfach solche Medien nicht. Und du wirst nicht, Zeitungsinserate sind nur teurer und die würden es dann natürlich auch nur höher rauftreiben. Und Plakate sind ja nicht unbedingt einmal da dafür, dass die Leute überzeugst. Wahlplakate werden von vielen Medienagenturen erstmal dafür eingesetzt, dass die Partei bekannt wird, wenn sie klein ist. Und sobald sie dann größer ist, natürlich, dass man nochmal aufmerksam macht darauf, hey, uns gibt's noch. Wir treten zu dieser Wahl an, dass die Leute überhaupt wissen. Und wenn man dann einmal ich meine, natürlich jedes Plakat ist in irgendeiner Art und Weise populistisch, weil du kannst jetzt keinen langen Aufsatz und Lösungsansätze einschalten. Aber dass die Leute mal wissen, was sind unsere Kernsachen, das war jetzt lustig, weil... Okay. Und dann kann man sich prinzipiell eh weiter dazu informieren. Ja. Also das ist 1:1 eigentlich meine Meinung, weil ich finde, dass... Ja, ich sehe es genau schon. Also wenn du komplett auf Wahlplakate verzichten würdest, das ist einfach... Aber viele Leute würden gar nicht checken, dass Wahl gibt. Ich meine, generell, dass eine Wahl ist, weil in sozialen Medien, man lebt ja oftmals in die bekannten Filterbubbles. Genau. Und wenn man halt viel mit Leuten sich austauscht, ob es Facebook oder Twitter ist, die einfach nichts mit wählen gehen oder Politik oder zu einem Interesse pflegen, dann kriegst du auch nicht in der Timeline rein, das Wort, irgendwelche Wahlthemen, und dann werden viele Leute gar nicht verstehen, boah, es ist Wahl. Ich meine, ich habe natürlich auch vor der Wahl eben für ein paar Kampagnen mit Jugendlichen gesprochen, wie sie manche Parteien wahrnehmen, wie sie etwas wahrnehmen. Und glücklicherweise, ich meine, viele Leute haben gesagt, sie gehen nicht wählen, weil sie nicht wissen, wenn es wählen sollen, weil ihnen das egal ist. Aber wenigstens haben sie schon mal gewusst, dass Wahl ist überhaupt. Was aber noch, was ich krass fand, da gab es zum Beispiel, dass viele Leute, zumindest aus unserer Klasse, nicht wussten, dass vor, was war jetzt für ein Jahrestag, glaube ich, 80 Jahre Anschluss oder der sogenannte Anschluss. Ja, das wusste, ich glaube, aus unserer Klasse wussten das 4-5 Leute bei 31. Ja, wobei es ja in den Medien, also es war ja Salzburger Nachrichten, haben darüber berichtet, das war ja es in war allen in den Medien. Es war nicht, aber es war in den, aber die Filterbubble hat im Prinzip, die Filterbubble hat bei den Leuten, die es sich interessiert, grundsätzlich nicht. Ja. Die haben es nicht mitgekriegt, weil es keine Plakate gab, zum Beispiel. Ja. Und das ist genau die Gefahr, wenn du jetzt sagst, okay, Digitalisierung hat auch vor politischen Parteien nicht halt gemacht und die Sachen, was vor 10, 15 Jahren funktioniert haben, funktionieren jetzt nicht mehr. Zum Beispiel politische Parteien sind im Land so aufgestellt, dass sie einfach Schaukästen rüber haben. Das heißt so einen Stand mit so einer Glasdorfel, wo Plakate drinnen sind. Und jetzt muss man halt diskutieren, inwieweit das die momentan noch effektiv sind. Aber du musst ja sagen, wie du auf Social Media dann die Leute erreichst, eben, wenn die jetzt in eine Bubbles drinnen sind und so weiter. Also meine Oma nutzt keine sozialen Medien und sie... Ja, so, das haben bei mir auch noch viel dagegen, ich weiß nicht, was die da haben. Ja, und... aber ich würde das auch nicht negativ behaupten, sondern es ist jeder in seiner Zeit drinnen. Aber das verstehe ich schon, ja. Aber ein bisschen, also man kann schon ein bisschen bei den sozialen Medien mit deiner Meinung, das muss ja nicht sein, aber ich finde, man sollte ein bisschen mit der Zeit gehen. Nein, ich habe eine Großmutter, die telefoniert da immer nur so mit diese, die hat da immer nur ein Telefon da haben, das ist nur mit Wahlscheibe und so weiter. Also ich finde, ein Handy kommt man sich gut aus. Das ist ein Problem, es geht nur darum, dass diese Leute nur abdeckt werden, zumindest in den nächsten 40 Jahren noch, dann wird es schon anders. Dann werden die Trendleiter schon. Das Problem ist dann auch noch, dass die Medien, erstens, wenn du Inserate schaltest, dann war das jetzt so, die Medien, zumindest die regionalen Medien, fragen schon bei den politischen Parteien auch, hey, jetzt habt ihr Nationalratswahl, wollt ihr es nicht bei uns was inserieren und so weiter. Das heißt, die sind wirklich darauf aus, dass die Geld von den Parteien holen. Und
Das ist dann auch wieder so ein zweischneidiger. Außerdem ist immer ein Punkt, soziale Medien haben halt die ganze Macht, plakatieren kannst du, das muss die Gemeinde annehmen, du musst das nur anmelden, dass du plakatieren darfst und Ende, da die Leute sehen es. Und was passiert, wenn jetzt, sagen wir, ich meine aus österreichischer Relation was anderes, aber sagen wir, es gibt einen US-Wahlkampf und es wird jetzt auf Facebook Werbung gemacht und Facebook sagt, oder ein Kandidat sagt, wir zahlen euch so und so viel Kohle dafür, dass ihr keine Werbung für die anderen schaltet. So, und somit ist es schon mal komplett gelenkt, weil einzelne Unternehmen die volle Macht über die Politik im Land haben und das Wählerverhalten. Das ist ein gefährlicher Eingriff in die Demokratie und somit sollte auf jeden Fall auch noch mehr unabhängige Quellen bestehen bleiben. Da musst du Medien und so weiter, die ganzen Landesstudien, das ist zum Beispiel in Oberösterreich sehr, sehr stark, das ist ORF-Landesstudie bei den Oberösterreich heute, jeden Tag um 19 Uhr, ähnlich wie Salzburg heute, finden eigentlich zu 80-70% nur Beiträge über ÖVP-Landesrätinnen oder Landesräte statt. Das heißt, da sind auch schon die Landesstudien so weit gefärbt, dass das passiert. Schwierig. Und da gibt es auch wieder Zeitungen wie Volkszeitung, was ist, glaube ich, in Oberösterreich und so weiter. Ganz schwierig, das jetzt zu sagen, ja, die viel berichten oder so, weil es vielleicht gefärbt sind oder so, ich weiß jetzt nicht. Aber es ist auf jeden Fall gleich, wenn man sowas so von Journalisten vorwirft. Aber der Punkt ist ja der, sie treten einfach dadurch, dass sie wieder in der Regierung sind, einfach viel mehr in Erscheinung. Die müssen oftmals nur mit dem Finger schnipsen und sofort sind sie in den Medien. Ist ja, man sieht es ja bei Donald Trump genauso. Der braucht nicht einmal einen Aufwand, der braucht nicht einmal nur eine Presseaussendung. Der macht einen Tweet und sobald der ein bisschen provozierend ist, dann siehst du auf die Nachrichten-Titelseiten. Donald Trump hat einen Tweet rausgeballert, der war dann bei der Welt direkt der Aufmacher ganz oben. Und dass wir schon so weit sind, dass jemand nur noch einen kleinen Social Media Post, für den er vielleicht eine Minute braucht, oder das Team eine Minute braucht, dass der dann sofort in die Medien kommt. Also das ist, sehe ich schon ziemlich kritisch an und daher braucht es halt wirklich immer unabhängige Sachen. Das heißt breit über Zeitungen, also Online-Medien, über soziale Medien, die klassischen Plakate und Flyer, also es sollte wirklich alles dabei sein. Aber geht es auch wieder darum, wer das kommuniziert. Wenn es jetzt eine Person XY macht, dann wird es natürlich nicht so publiziert. Gut. Letzte Frage. Prognosen zur Wahl. Bitte? Unsere Prognosen zur Wahl. Ja, genau, das wollte ich noch. Da spreche ich jetzt vor allem dir an, weil du ja quasi der Experte da ist. Wie glaubt ihr, dass die Wahl ausgeht und vor allem, wie glaubst du das? Ich glaube, also die Prognosen hat er vorhin schon gesagt und ich habe mir die auch vorher noch angeschaut. Und ich glaube, also die ÖVP gewinnt. Das ist einfach, das glaube ich. Das glaube ich, ja. Und die Frage ist nur, wird es eine absolute Mehrheit, was schon relativ unwahrscheinlich ist, was aber auch sein kann. Sehr unwahrscheinlich. Könnte nicht sein. Die Umfragen um 15% daneben und ich glaube, wir haben eine Schwankungsbreite von 2,5%. Zum heutigen Tage würde ich jetzt, morgen ist die Wahl, oder? Ja. Dann würde ich sagen, Eigentlich heute. Na, kommt drauf an, wann die Sendung rauskommt, aber da es so lang ist, kann es durchaus sein, dass die Wahl heute ist, wenn die Sendung senden. Also die Wahl ist heute oder morgen. Ja, genau, wenn man es im Fernsehen sieht. Also wir wissen noch nicht genau, wann wir machen. Oder vor einer Woche. Und am Sonntag, den 22. Genau. Ist auf jeden Fall. Ich glaube, dass, also absolute Mehrheit glaube ich jetzt auch nicht. Ich glaube, ÖVP gewinnt. Ich denke auch, dass die SPÖ die zweitstärkste Partei wird und die FPÖ die drittstärkste. Ich weiß nicht. Nein. Die Neos kommen rein, glaube ich, in den. Grün wird eine stärkere Kraft wie FPÖ. Glaube ich auch. Sie sind gleich. Ich glaube, sie sind gleich. Okay, aber du bist ja der Experte. Ich sage, Platz 1 wird ganz locker die ÖVP heute. Ja, das ist kein Problem. SPÖ auf Platz 2. Dann wird es kritisch zwischen Grünen und FPÖ. Ich glaube, die Grünen schaffen es nur, dass sie sich vor die FPÖ wegsetzen. Die sind sehr, sehr nah beieinander bei den Umfragen. Und dann kommt halt nur so näher als SPG und so. Ich kann nicht wirklich nicht sagen, ob die SPD reinkommt. Aber zur Koalition kann ich sagen, es wird. Das, was ich am wenigsten schätze, ist eine schwarz-blaue Koalition. Das ist das, was ich eigentlich ausschließe. Ich meine, der Haslauer tut zwar manchmal nur so, naja, wir sprechen mit jedem, muss natürlich vor der Wahl machen, aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass er dann... Er wäre der blöd, wenn er das jetzt ausschließt, weil er hat weniger Koalitions... Und manche Wähler würden vielleicht abspringen, die gern schwarz-blau hätten, aber lieber schwarz wären. Kann auch sein, also es ist natürlich klug von ihm. Und ich denke aber mal, in der Wahl, also nach der Wahl in der Runde, entweder bei der Krone oder beim ORF, wird er dann sagen,
Er wird mit frühen koalieren, wenn es genug haben, wird ganz, ganz knapp. Also es wird wirklich ganz, ganz knapp, ob sie schwarz-grün ausgeht. Und ich denke, wenn es sich ausgeht, werden sie auf jeden Fall das wieder machen. Und wenn es sich nicht ausgeht, der Next Point, der zweite, wäre dann schwarz-grün-Neos. Also als Neos und als Regierungspartei dazu, das wäre ein ganz harter Punkt. Der glaubst du, dass das wahrscheinlich ist? Ja. Schwarz-grün-pink? Ja. Ja. Ja, wenn die Neos in Landtag schaffen. Ja, das ist ernst, ernst. Ja, ziemlich sicher. Und nach die Neos, bevor es schwarz-blau machen, würden es dann nur GroKo machen. Also klassisch. Große Koalition. Ja. Aber wichtig für die ÖVP wird es halt sein, dass die Leute vor allem am Land mobilisieren, zur Wahl zu gehen. Machen es. Weil das ist ja die Gefahr, wenn du wirklich als Landeshauptmannpartei bist, die eigentlich in Umfragen haushoch führt. Dass dann die Leute nicht hingehen, aber ich glaube auch, dass gerade ÖVP und SPÖ Stimmenzuwächse haben, allein weil sie von der letzten Wahl von einem niedrigen Niveau gestartet sind. Mhm. Im Gegensatz zu den Grünen, die werden von den Prozentpunkten wahrscheinlich der größte Verlierer sein, weil die starten aber von dem Niveau, das eigentlich nicht für die Grünen gesprochen hat, sondern es hat andere Wählerstromgründe gehabt. Schwierig. Wobei ich glaube, dass trotzdem dann nur die FPÖ vor den Grünen sein wird. Ich glaube es nicht. Spannend wird es dann sein, ob Neos, FPS und Meier den Einzug schaffen. Ich sage, FPÖ schafft einen Einzug, ja natürlich. Ich glaube, die Grünen sind knapp vor der FPÖ, aber das, da würde ich meine Hand würde nicht ins Feuer legen dafür. Die Klappe werden es wahrscheinlich nicht schaffen. Nein, die werden es nicht schaffen. Auch die treten auch nicht überall an. Ja. Die treten auch nur Land, Flachgau und Stadt an, also die werden es keinen Umständen schaffen. Die CPÖ sowieso nicht, tritt in der Stadt an, ich meine, die sind auch irrelevant. Warum jetzt mal ehrlich sein. Dann ist zwar FPS, SPG. Ich würde sagen, reale Chancen hat vor allem der von der FPS. Der Schnell, ja. Der hat doch wird Chancen, ja. Reale Chancen. SPG Meier denke ich eher nicht, dass es reinschaut. Okay. Gut. Dann zum Schluss nur noch ein kleines Spiel, wie schon vorher angesprochen. Ich habe Zitate von Politikern mitgebracht, darfst du mal raten, von wem die sind. Das erste dürfte es nicht sonderlich schwer sein. Boah. Tote Pferde sind tote Pferde. Matthias Reus. Ja. Nicht alles, was schier ist, ist Untersuchungsgegenstand. Boah. Wahrscheinlich der Kicker. Das hätte ich auch gebraucht. Was sagst du? Kannst du mal einen Parteitipp geben? Nein, nein, so wie die Partei. So wie ein Parteitipp geben kann? Nein, ich sage mal im Parteienspektrum. Links oder rechts? Eher links. Pilz. Ich glaube Pilz. Oder? Nein. Ja, wer der Pilz? Ich glaube. Es ist Pilz. Ja. Also es ist Peter Pilz. Hat es der Peter Pilz gesagt, oder? Ja. Okay. Mein Eindruck ist, und da bin ich mir vollkommen sicher, die Hosen des Herrn Strache sind bummvoll. Matthias Streutz. Andere Meinungen? Ah, nein, sagt sie das ist doch der Pilz. Ich glaube, das ist der Pilz. Im Ö24 voll. Oder so. Ich weiß der nicht. Der Pilz, der hat den. Der hat ihm doch sogar die Hose mitgebracht, der Pilz. Ah ja. In ja Öl. Da war ja was. Ja. Mit dieser blauen Latzhose. Genau. Ich weiß, genau, das war der Pilz. Ja. Also ich würde jetzt mal sagen, Ö24 ist jetzt kein qualitatives Fernsehen. Aber trotzdem haben wir es gesehen. Einmal möchte ich am Tag der Fahne auf die Fahne brunzen. Das einmal hätte ich gemeint, das ist der Gabalier. Wer könnte sein? Robert Luger. Einmal möchte ich am Tag der Fahne. Das sagt ja eher nach links, oder? Einmal möchte ich am Tag der Fahne auf die Fahne. Weiß es nicht, ob ich links sagen würde. Ist der bekannte Person? Ja, ist es. Ich hätte ja bei sowas einfach mal kurz, ich hätte ja auf sowas ja auch KPÖ tankiert, weil ich es ist eine große Partei. Ist es der Kerl? Es war unser lieber Herr Innenminister, der Herbert Kickl. In welchem Zusammenhang? Ganz schwieriger Zusammenhang. Hast du denn dabei? Ehrlich gesagt, den Zusammenhang habe ich nicht rausgesucht. Weil so macht es eher nach links, gell? Also ja. Nein, aber vor allem, ich kann es nicht als Innenminister sagen, dass ich auf die eigene Fahne. Schon es, also, da war er noch nicht Innenminister. Ja, das ist echt klar, aber trotzdem. Ja, aber es war nicht irgendwie so, dass es rezitiert hat oder so. Also, es ist schon von einem eigenes Zitat. Aber ich kann euch gerade nicht sagen, in welchem Zusammenhang er es gesagt hat. Weil ich nur einen Videoclip gesehen habe. Ich weiß nicht, ob man ihn überhaupt als Politiker sagen kann, aber das Zitat war einfach zu genial, das habe ich reinnehmen müssen.
Man muss nur Acht geben, dass man nicht in Hitlergruß verfolgt, weil das ist was Strafbares. Strafe. Na, zu groß, viel zu groß. Thüringer. Viel zu klein. Grüne? Ja. Also es war vor kurzem bei einer Wahl einmal. Der ist vor kurzem bei einer Wahl angetreten und es war ein Zusammenhang mit der Wahl. Oh, hat er es geschafft oder nicht? Nein, den kann schnell. Bei weitem nicht. Der kann schnell ist bei keiner Wahl antreten, also, what the fuck? Ist es... Also Landtagswahl oder? Nein. Nationalratswahl. Bundespräsident. Ah. Ach so. Lauf sie. Nein. Ich sage, es war nicht der Van der Bellen, sondern der... Wer war denn der Hot-Take? Der Kohl ist ein Hot-Take immer. Na, warte, wie ist der Spruch nochmal gerade? Man muss nur Acht geben, dass man nicht den Hitlergruß verfolgt, weil das ist was Strafbares. Ja, aber das wird zum Kohl passen. Ja. Lugner. Ach, den hat sich auch noch gegeben. Den habe ich gar nicht mal einen Schirm gehabt. Wir reden über Politiker. Oh, ich sage eigentlich, ich weiß nicht, ob man Politiker sein kann. Das ist jetzt wieder ein schweres Zitat. Habt ihr Cojones oder nicht? Ja. Der führt einen Ordnungsruf gerade. Und der hat zurückgekommen, aber so komisch zurückgekommen. Kurz, nach kurzem Umdenken. Ja. Gibt es schlimmere Ordnungsrufe, wie wir es seit vorgestern sowas wissen? Ah, ja, schön, der, dieses betrunkene. Ja. Also, deine Töte ist jetzt nicht so. Naja. Nein, darum habe ich es so gemacht, weil es ist ja in manchen Medien, vor allem also in der Krone, das ist jetzt nicht unbedingt vertrauenswürdig, aber da ist es ja schon angegeben worden, dass er, also die haben ja geschrieben, mutmaßlich betrunken. Naja, es gibt ja ganz Hot Takes, also aus Deutschland in die Landtagssitzung, also zusammenfassend nur da in die Land oder in dem Landtag, wo die NPD sitzt, da fliegen die Ordnungsrufe nur gerade so. Ja. Aber was das Thema Alkohol betrifft, es ist nichts Außergewöhnliches. Okay. Man ist halt mutig, dass man sich dann vorhin hinstellt, aber es gilt die Unschuldsvermutung. Natürlich. Ja. So, letztes Zitat. Nein, ich schaue da gar nicht hin, Sie sollen meine Frage beantworten. Ja, cool. Das Kicke. Glaube ich auch. Feusch, feusch. Kern. Feusch. Strache. Feusch. Kurz. Feusch. Warte mal. Feusche Wahl, wollte ich nur ganz kurz anmerken. Sie sollen jetzt eine Frage. Schwarzeck. Ich hätte es eher auf dem Zusammenhang jetzt im Urausschuss wieder wie ein Bundesrat befragt. Und das hätte ich jetzt als erstes gedacht. Wann war das? Kannst du da was sagen? Es war während der Bundespräsidentenwahl in einer Auseinandersetzung zwischen zwei Gruppen. Napsi Hofer. Napsi. Der Van der Bellen sagt sowas nicht. Nein. Cola zu geben. Nein, die Grüße. Ist das die Christgott? Die haben gar Kries. Grießgott. Grießgott. Schlimm. Warst du Van der Bellen? Ja, war's. Wo er an der Hofer was sagen wollte und. Ach, mit die Tafel. Ja, genau. Das geht mir ja richtig ab. So, ich bedanke mich bei euch, dass ihr da wart. Es war wirklich fein mit euch und ihr geht's wählen morgen, wenn ihr über 16 seid. Und Österreich startet. Heute. Oder ihr wartet. Oder halt. Jetzt am 22. wählen. Das ist so ein Scheiß, ganz ehrlich. Okay, tschüss. Dann macht bitte nicht mehr anrufen.